Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Heute mit einem Piraten und zwar von der Firma Fiesta Crafts aus Großbritannien. Diese kleine Handpuppe, wie ihr seht, ist doch eine Klappmaulpuppe und deswegen habe ich sie mal mit mir organisiert und würde sie gerne einmal mit dir genau unter die Lupe nehmen, was so die Details sind. Und ob dieses Produkt mit 26 Euro derzeit auch was taugt. Viel Spaß dabei. Schauen wir uns einmal den Pirat etwas genauer an. Man sieht gleich auf den ersten Blick, dass dort jede Menge Details zu sehen sind. Beispielsweise haben wir hier in der Mitte der Handpuppe einen Gürtel. Dieser Gürtel ist fest vernäht an der Handpuppe, der kann somit nicht abfallen. Hier in der Mitte ist er auch nochmal angebracht, das heißt, da kann nichts runterrutschen. Der Mantel, den der gute Pirat trägt, das hat so etwas Samtiges an sich. Sehr schön finde ich auch hier diese Verzierungen. Dann sehen wir weiter, er hat ein silberglänzendes Hemd an. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann. Dann der Säbel ist wirklich fest an der Handpuppe angebracht. Man kann ihn nicht lösen, das ist dort fest vernäht. Der Säbel selber ist innen drin mit einem harten Material gefüllt oder ausgestopft, sage ich mal. Das fühlt sich an für mich wie Kunststoff. Von daher muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Die Spitze ist abgerundet, aber dennoch sollte man so ein bisschen drauf acht geben, dass es nicht irgendwie im Auge landet, im Eifer des Gefechtes. Das Schwertkreuz hier, wie man das auch immer nennt, ist hier an den Seiten wirklich nur aus Stoff gefertigt. Dort besteht auch keinerlei Verletzungsgefahr. Die Hände selber, finde ich, sind auch ganz süß gearbeitet, sind ähnlich wie bei den Kasper-Figuren, wie man das kennt. Dann gehen wir weiter zu den Beinen. Die Beine sehen folgendermaßen aus. An dem einen trägt er einen Stiefel, der auch wirklich sehr schön gearbeitet ist. Dort haben wir oben auch eine Schnalle drauf. Und auf der anderen Seite hat der Gute ein Holzbein. Dieses Holzbein und auch der Stiefel, die sind beide gut gepolstert mit weichem Material. Schauen wir uns jetzt einmal das Gesicht etwas näher an. Das Gesicht hat aufgenähte Augen. Das wird wahrscheinlich so eine Art Ketteltechnik sein. Die Augenklappe selber kann man auch nicht abnehmen. Die ist auch mit fest am Gesicht vernäht. Die Nase ist wirklich sehr klein. Man kann sie unschwer erkennen hier. Der Bart ist auch genäht, um es so zu sagen. Die Zunge ist auch roter Stoff, der in dem Klappmaul aufgebracht wurde. Die Ohren selber sind meines Erachtens sehr klein. Ich finde, die passen aber auch relativ gut zu dem Piraten. Dann das Stirnband ist, man glaubt es kaum, es ist wirklich nicht dran. Da aufgenäht auf den Kopfstoff. Es ist ein extra Detail, was aufgebracht wurde. Es zieht sich dann bis hier knapp hinter die Ohren. Verrutschen kann das gute Stück nicht. Sehr schön finde ich auch, dass man hier bei dem Piraten das Band von der Augenklappe noch weitergeführt hat. Die Haare selber sind aus einer Art schwarzen Samt gefertigt. Was ich manchmal so ein bisschen störend finde, ist, dass die Handpuppen Haare eventuell im Gesicht liegen und dadurch das Gesicht verdeckt wird. Das hatte ich beispielsweise auch schon mal beim Probespielen gehabt. Der Haken, den du hier oben siehst, der ist übrigens von der Firma selber angebracht worden, um die Handpuppen auch in Geschäften besser ausstellen zu können. Der Rücken sieht folgendermaßen aus. Hier hinten ist kein Haar, das liegt auch in der Regel so über den Kopf.
Auf der Rückseite ist die Naht von dem Mantel noch zu sehen, beziehungsweise von der Weste, muss man ja eher sagen. Und hier dann noch das Firmenemblem. In das Klappmaul gelange ich hier unter dem Rock. Die Beine sind übrigens an dem Hemd angenäht. Und dann komme ich dann mit meinen doch relativ großen Händen so gerade eben noch in das Klappmaul hinein. Das Klappmaul selber lässt sich gut bespielen. Man hat einen guten Griff dort drin. Allerdings, wie gesagt, ist es für mich schon relativ eng. Was ich auch sehr schön finde, ist diesen kleinen Bart. Das ist im Prinzip nur ein kleiner, ja, zurechtgeschnittener Stofffetzen. Wenn ich das mal so salopp sagen darf, aber es ist wirklich ein ja, nicht zu billiges Detail. Ja, und wo ich gerade noch sehe, hier an dem Hemd, sind diese, ich glaube, man kann es in der Kamera schlecht sehen, auf jeden Fall sind hier noch so Bändchen dargestellt, beziehungsweise drauf genäht, die halt die Schnürung des Hemdes symbolisieren sollen. Wie gesagt, mit dem Klappmaul bin ich so eigentlich zufrieden. Wenn ich länger spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich Krämpfe kriegen in den Händen. Also da bitte ich dann auch darum, wenn du auch so große Hände hast wie ich, dass du wirklich auch Spielpausen einlegst, wenn du länger spielen solltest. Ansonsten, man kann die Hände noch bespielen. Das ist ähnlich wie bei den Kasperpuppen. Da macht man dann den Daumen in die linke Hand und den kleinen Finger, sofern deine Finger so lang sind, in die rechte Hand und dann kannst du das bespielen. Allerdings wird das dann mit dem Klappmaul etwas schwierig, weil ich kann dann beispielsweise nur dann noch versuchen, mit dem Zeigefinger und mit den beiden anderen verbleibenden Finger, das heißt mit dem Ringfinger und dem Mittelfinger, versuchen dann hier das Klappmaul zu bedienen. Finde ich etwas umständlich, aber es ist trotzdem schön, dass man die Hände bespielen kann. Tolle Sache. Ich finde den Piraten von Fiesta Crafts einfach super gemacht. Es sind so viele Details dran und bei einem Preis von 26 Euro, sagen wir ehrlich, kann man nicht meckern. Der Gute ist übrigens 34 cm groß, ist nicht der einzige aus der Serie der Handpuppen, beziehungsweise der Klappmaulpuppen, muss man schon sagen. Schau doch einfach mal auf der Website des Herstellers vorbei, dort gibt es noch viele andere Handpuppen. Leider sind derzeit noch nicht alle erhältlich hier in Deutschland, aber es lohnt sich da auch mal anzufragen, ob die nach Deutschland verschicken würden. Wie gesagt, diese Handpuppe kann ich guten Gewissens weiterempfehlen. Und ja, ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Ich hoffe, dir gefällt diese Handpuppe auch. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder einen lieben Kommentar. Schau auch gerne auch einmal auf meiner Website vorbei, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.